Okay, Steel ist unfassbar. Meine Katze merkt, dass ich ein bisschen angespannt bin. Kommt hier immer gut. Versucht mich abzulenken. Was aber jetzt im Moment eher schlecht ist. Was kommt da? Ich habe Angst. Wie es in Cyberia immer genannt wurde. Nennen sie es einfach Apparate oder? Sie haben irgendein spezielles Wort, was sehr herkömmlich ist. Sie wurde nicht gestört. Ah, es geht rüber. Jetzt bin ich Kate Walker. Ich weiß, dass wir zwischen zwei Zeiten immer wieder hin und her springen. Hallo, Kate Walker. Wenn man es mit dem ersten Teil vergleicht, sieht sie jetzt schon sehr nach Ödland-Kämpferin aus. So wie aus Rage oder... naja. Sie können in Ihrem Tagebuch Notizen über vergangene Ereignisse nachlesen. Das brauchen Sie auch Zugriff auf Ihre Ziele und das Dokument in Ihrem... Na, tja, mach ich. Katze, du spielst mit dem Feuer. Auf der Suche nach Kate Walker. Ah ne, das bin ich gar nicht, oder? Miss Leo Foster, Alexander. Ich bin gar nicht Kate Walker, oder? Was ist das alles jetzt schon? Moment. Nee. Was muss ich machen mit Katushka? Gut geschlafen? Wie ein Bär. Ja, habe ich gehört. Mach dich fertig, Katjuscha. Ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich drüber gefahren. Das ist nicht Kate Walker. Was? Heute ist der Tag, an dem wir Stollen C von Team Orange übernehmen sollen, oder? Hör bloß auf. Da soll's echt hart sein. Isoliert und ohne Rettungsteam in der Nähe. Das ist völlig irre, weil der Stollen total einsturzgefährdet ist. Alles gut? Klar. 12 Stunden am Tag im Salzbergwerk graben, in der Hoffnung, ein Stück Elfenbein zu finden. Könnte nicht besser gehen. Lass dich nicht runter. Ist richtig. Ist richtig. Vielleicht bin ich dumm, Kate. Sie ist doch Kate. Vielleicht hatte meine Familie recht. Wenn ich wie eine brave kleine Bäuerin die Füße stillgehalten hätte, anstatt eine Punkband gegen das Establishment zu gründen, wäre ich jetzt nicht hier. Wunderschön. Aber ich bin froh, dass ich dich habe. Hey, Katjuscha, wir kommen hier raus, okay? Das will ich doch hoffen. Sicher doch, wenn du das sagst. Ich bin Kate Walker und sehe gar nicht so aus, oder? Die Wache? Wir sollten uns aufmachen, Katjuscha. Ich meine, was, wenn die Wache uns beim Rumtrödeln erwischt, wo wir doch bereit sein sollten? Wer? Simona? Sie ist keine Heilige, aber auch nicht die Schlimmste hier. Stimmt. Keine auch Sorge, ich bin gleich fertig. Ich will mich nur so lange wie möglich ausruhen. Komm schon, Katjuscha. Mach dich bereit. Klar, okay.
Noch 5 Minuten, mehr nicht. Da. Da. Habe ich jetzt eine Zwischensequenz? Das ist was? Nochmal. Kann ich hier... Sie würden in einem Salzbergwerk festgehalten. Das Bergwerk ist in Wirklichkeit ein Arbeitslager im Besitz eines Konsortiums aus... Was ist das für eine Schriftart? Aus Mafia-Gangstern und Neonazis. Oh, was für eine Schrift, die auf der Suche nach Überbleibseln der früheren Größe ihrer Nation sind. Na super. Ziele. Ja, was ist das? Mit Introspektive. Wo ist denn Introspektive? Was ist das? Dokumente. Inventar. Ich weiß nicht, was sie meint. 14. Aha. Introspektion. Was ist Introspektion? Ich mache mich besser fertig und schaue nach, wie es Katjuscha geht. Nein. Meine Sachen hole ich später. Aha. Objekte von jedem Blickwinkel aus zu untersuchen, gibt Ihnen nützliche Informationen über den Ursprung und Zweck. Mit Rechtsklick wird das Objekt gedreht und der Cursor wird mit der Maus bewegt, um interessante Bereiche anzuwählen. Wer mache ich? Oh ja, das ist die Punkband. Katjuschas Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Mhm. Ich weiß. Das war's, ja. Okay. Sonst noch was? Aha. Mhm. Vielleicht brauchen wir es irgendwann mal. Aber ich verstehe immer noch nicht das. Mit Introspektion. Was ist Introspektion? Ich sollte mich am Waschbecken etwas frisch machen. Okay. Ja, das ist aber nicht das. Ja, komm, das Waschen kannst du auch alleine. Ja. Mach mal. Dreimal, immer dreimal. Sehr schön. So, hübsches Kind. Hallo? Vergiss bloß nicht deinen Glücksbringer. Ich habe dich noch nie ohne ihn gesehen. Alles, was ist das? Ist. Oh, das tut weh, Oscars Herz. Darin sind alle Daten von Oscar enthalten. Mhm. Ich hatte das Glück, es dem Soldaten entwenden zu können, der es von der Grenze zwischen Baranur und Jakastan mitgenommen hat. Ich muss nur einen passenden Körper dafür finden. Mhm. Falls ich jemals hier rauskomme. Die dem Team zugewiesene Farbe muss stets sichtbar getragen werden, sowohl außerhalb der Zelle als auch darin. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Die Salzabbauquote muss jeden Tag erfüllt werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Freunde von Elfenbein und oder patriotischen Relikten müssen sofort einem Betriebsangehörigen gemeldet werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Sie müssen den Leiter ihrer Abschnitte sowie sämtlichen Betriebsangehörigen respektieren und ihnen gehorchen. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Essen und Ruhepausen sind Privilegien. Sie haben kein Anrecht darauf. Jeder Missbrauch dieser Privilegien wird als Zuwiderhandlung betrachtet. Jede
Zuwiderhandlung wird bestraft. Jede Zelle erhält das Privileg von 5 Litern Wasser am Tag. Jeder Missbrauch dieses Privilegs wird als Zuwiderhandlung betrachtet. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Okay. Ja, zurück. Ich weiß. Noch was? Ah, hier. Das ist Introspektion. So. Gott, noch ein Tag Schwerstarbeit. Was machst du jetzt bloß, Kate? Jetzt weiß ich's. Ah, Selbstgespräche. Himmel, ich kann nicht glauben, dass es schon fast ein Jahr her ist, dass die Miliz mich hierher gebracht hat. Muss hier raus, muss weg. Wohin auch immer. Mhm. Aber wie? Keine Nachrichten von draußen, nichts. Nichts. Weiß überhaupt jemand von mir? Tja. Herrgott, irgendwer muss doch nach mir suchen, oder nicht? Irgendwer? Schluck. Stay hydrated. So, weiter. Das ist dann erledigt. Du bewegst dich schon so ein bisschen lassiv. Ja. Das haben wir alles schon. Nee. Ah, was haben wir hier? Ah, geschafft. Bin froh, dass du hier bist. Bleiben wir zusammen, Katjuscha, okay? Wer ist Katjuscha? Die kam vorher nicht vor, ne? Das Spiel Team ist Blau. Nicht schnell. Hey, die Post ist da. Für dich, Amerikanska. Für dich? Danke. Danke. Nicht trödeln, klar? Du hast 5 Minuten, um nachzusehen, was da drin ist. Oder jemand weniger Freundliches holt euch ab. Oh, ich glaube, die ist okay. Sieht süß aus irgendwie. Sie geht ein bisschen stark sich. Ja, mach ich. Aber es scheint tatsächlich schlauchig zu sein. Das ist sehr gut, weil dann kann ich das vielleicht schaffen. Oh, oh. Diese Melodie hat mich während meiner gesamten Kindheit begleitet. Ich erinnere mich, dass selbst meine Mutter nicht herausfinden konnte, wie sie heißt. Die gehört meiner Mutter. Ich habe damit gespielt, als ich noch klein war. Aber sie ist doch mit diesen ganzen Apparaten erst in... Wo kommt das her? Hä? Ein Flugticket nach New York? Catherine Walker. Olivia Foster, New York. Was kann sie mir nach unserem Streit, als ich mit Hans weggegangen bin, geschickt haben? Komisch. Was? August 23, 2003. Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe, dass dieser Brief, auch wenn er traurige Neuigkeiten bringt, dich rechtzeitig erreicht, damit du Vorbereitungen treffen kannst, um nach New York zurückzukehren. Oh oh, nicht nochmal. Deine Mutter Sarah Walker ist letzte Nacht im Mount Sinai Hospital verstorben. Alter. Es ging ihr schon einige Monate nicht gut und ihr Tod war zweifellos eine Erlösung. Die Beerdigung findet nächste Woche Donnerstag statt. Oh, ich komme nicht hin. Wir haben die Zeremonie hinausgeschoben, damit du bei uns sein kannst. Wenn ich mich nicht irre, bedeutet deine Rückkehr in die Vereinigten Staaten, dass du riskierst, dich vor Gericht verantworten zu müssen. Nicht nur Manchmal das. Ist es besser, seine Schulden bei der Gesellschaft zu bezahlen, anstatt für immer davor zu flüchten. Ach, völlig falsch. Blöde Kuh, Entschuldigung. Und lass doch nur einmal diese sinnlosen Abenteuerallüren sein.
Alter, du verstehst es nicht. Entschuldigung, ich bin gerade sauer. Und deine Familie gekostet. Ich flehe dich an, Kate. Bitte, komm zurück und nimm von deiner Mutter Abschied. Sie kann doch nicht. Ruf mich an, damit wir deine Rückkehr zu den bestmöglichen Bedingungen organisieren können. Ruf mich an. Ich bin... Ich habe dir den Anhänger deiner Mutter beigelegt. Mhm. Sie hat gesagt, dass du das Geheimnis seiner Melodie früher geliebt hast. Ich habe ihr versprochen, dass ich es dir schicke. Boah, ist das unangenehm. Um unserer Freundschaft willen, was immer davon noch übrig ist. Olivia, 212-359-1519. Notiert. Alter. Harter Tobak, wirklich, wirklich harter Tobak. Wie gesagt. Oh. Gut gemacht, Dana, mein Liebes. Ich bin so stolz auf dein Konzert auf dem Platz bei der Musikakademie. Wir müssen einen hübschen Rahmen für dein Diplom finden. Danke, Mutter. Sobald du dein Studium an der Akademie nächstes Jahr abgeschlossen hast, solltest du deine Ausbildung am Konservatorium in Paris fortsetzen können. Nicht wahr, Anton? Natürlich. Natürlich, natürlich. Dann, der mein gute Schatz, Ehemann. Wirst du eine große Konzertpianistin. Du machst uns so stolz, nicht wahr, Anton? Also... Natürlich. 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 Wir... So stolz. Ich will wirklich Konzertpianistin werden, aber der Gedanke, Papa, dich und unser Haus für das Konservatorium zu verlassen, macht mir nicht gerade Freude. Und vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn du aus Wagen fortgehst. Die Zeiten sind momentan schwer für Leute wie uns. Mhm. Ich mache mir immer noch Sorgen um deine Gesundheit. Zum Mit Glück hat Herr Grund. Gustav sich bereit erklärt, dich diesen Sommer in der Berghütte aufzunehmen. Oh ja. Die Bergluft dort wird dir unglaublich gut tun. War zu der Zeit echt ein Thema. Übrigens, hast du Herrn Gustav schon geschrieben, um dich zu bedanken? Oh, also ich war sehr beschäftigt damit, für das Konzert zu üben. Der Herr bietet dir eine Anstellung an, Dana. Ihm zu danken ist ja wohl das Mindeste. Ja, Mutter, ich mache es jetzt gleich. Also ich bin mir sicher, ich muss es jetzt erstmal in Stunden-Sessions machen. Dokument im Laden lesen. Gucken wir mal. Wir untersuchen mal alles. Ist nämlich schön. Aha. Ah ja. Ja, lesen. Lieber Anton, die Gemälde sind wohlbehalten eingetroffen. Angesichts ihrer hohen Qualität kann ich Ihnen zum günstigen Einkaufspreis nur gratulieren. Sie werden ganz sicher Abnehmer bei meiner amerikanischen Kunden finden und unsere kleine Investition wird sich bald auszahlen. Ich möchte mich bei Ihnen und bei der reizenden Lena auch für die Worte der Unterstützung bedanken, die Sie der Sendung beigefügt haben. Die Ärzte sind optimistisch und gehen davon aus, dass Miriam schon in diesem Sommer wieder auf die Beine kommt. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass eine so starke Frau mir die Ehre erwiesen hat, mich zu heiraten. Ich verheimliche Ihnen jedoch nicht, dass wir beide sehr erschöpft sind. Trotz der Krankheitsgeschichte von Miriam hatte der Geburtshelfer dieser Scharlatan uns einen günstigen Verlauf dieser unverhofften Schwangerschaft in Aussicht gestellt. Wir haben uns entschlossen, uns künftig nicht mehr einer neuen Enttäuschung auszusetzen, auch wenn uns diese Entscheidung schwer gefallen ist. Es geht hier nicht nur um Miriams körperliche Gesundheit, sondern zugegebenermaßen um unser beides seelisches Wohlbefinden. Miriam und ich werden uns wohl darauf einstellen müssen, einsam älter zu werden, ohne Nachkommen. Sie werden sicherlich verstehen, dass dass wir uns jeden Tag, den Gott werden lässt, die Frage stellen, ob wir hier in Ostertal gut aufgehoben sind, während der braune Schatten sich in unserer Stadt immer weiter ausbreitet. Miriam und ich wären jenseits des Atlantiks zweifellos in größerer Sicherheit, sobald ich mich dort, wie Sie wissen, auf ein solides berufliches Netzwerk stützen kann, sowie auf einige Freundschaften in der New Yorker Kunstszene. Wie dem auch sei, die Unterstützung, die Sie und Lena uns zukommen lassen, hat uns zutiefst berührt. Der erneute Beweis für das Vertrauen, das uns verbindet, war für uns ein Lichtblick in dieser düsteren Zeit. Ich möchte mich erneut bei Ihnen beiden bedanken und verbleibe in tiefster Freundschaft, Adam. So, das war das. Haben wir noch was? Ah. Dokumente im Laden lesen. Haben wir sonst noch was? Sie klemmt.
Papa sollte wirklich mal Ordnung schaffen. Wir können aber hier nichts wegnehmen, gut. Vielleicht könnte ich ihn verwenden, um meinen Brief an Herrn Gustav zu schreiben. Ja. Die stecke ich besser weg, bevor ich sie verliere. Ich bin mir sicher, ich kenne das Stück mittlerweile sowieso auswendig. Die Hymne von Wagen. Mein Lieblingsstück. Sie haben es nicht unterbrochen. Mhm. Nein, das will ich noch nicht. Das Diplom, das mir Frau Beckmann nach meinem Konzert auf dem Musikplatz gegeben hat. Gott sei Dank hat sie nicht erwähnt, dass ich fast zu spät gekommen wäre. Mhm. Herr Gustav, mein zukünftiger Arbeitgeber. Dank dieser Ferienanstellung werde ich Papa helfen können, mir ein weiteres Jahr an der Musikakademie zu finanzieren. Tja. So, Fräulein Rose, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Bewerbung für die Sommerbeschäftigung auf meiner Berghütte erfolgreich war. Ihr Arbeitsverhältnis beginnt am Montag, dem 5. Juli und endet am 31. August. Ah ja, für diesen Zeitraum erwarten wir einen starken Besucherandrang. So empfangen wir etwa eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich bei uns auf eine Expedition in den Orient vorbereiten. Ah ja. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, zu den Essenszeiten Mahlzeiten zu servieren und uns bei der täglichen Haushaltsführung zu unterstützen. Da Sie in Ihrem Lebenslauf schreiben, dass Sie an der Musikakademie studieren, möchte ich Sie ebenfalls bitten, an einigen Abenden Klavier zu spielen. Ich möchte außerdem hinzufügen, Katze, wenn du die Tasse runterschmeißt, werde ich echt sauer. Ich muss alles aus dem Weg räumen. So, ich möchte außerdem hinzufügen, dass Sie während der gesamten Dauer Ihrer Beschäftigung zusätzlich zu Ihrem Gehalt freie Kostenlogie erhalten. Oh, super. Zu der Zeit sehr ungewöhnlich. In freudiger Erwartung Ihrer Zusage wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen Abschluss Ihres Schuljahres. Gustav Renner, Leiter der Berghütte Silberspiegel. Mhm. Es ist noch nicht alles. Ich brauche einen Federhalter, um Herrn Gustav zu antworten. Ich glaube, Papa bewahrt ihn irgendwo in einer Schublade auf. Ja, ist schon klar. Das will ich aber gar nicht. Ich will das da. Nein, geht zurück. Ah, hier, guck mal. Schauen. Mhm. Einfach nur. Können wir da irgendwas machen? Nein. So, was haben wir denn noch da? Okay. Rahmen in Rahmen in Rahmen in Rahmen. So einen Laden haben wir in Saarbrücken auch mal gehabt. Gibt's nicht mehr. Ist jetzt was anderes. Ist jetzt, glaube ich, ein Bodyshop für Männer. So. Das wollte ich nicht. Da können wir nichts machen. Mhm. Das da.